Hallo ihr Lieben, ich habe Post bekommen aus dem Stempellädle und das ist so schön. Eben gerade, vor 5 Minuten war die Postfrau hier und ich wollte es gerne mit euch einmal teilen, euch zeigen, was ich mir Tolles bestellt habe. Die Distressed Inks, die neuen brauchte ich natürlich auch alle. Und deswegen, sie sind da bei Betty, die kann man jetzt wunderbar bestellen. Und damit werde ich dann, wenn ich das Video abgedreht habe, schon meine ersten Projekte ausprobieren. Vor allen Dingen dieses Grün hier, das ist so, boah, schön. Ja, und auch mal ein Rotton dabei. Ja, ihr kennt wahrscheinlich die Distressed Inks, aber die sind ja um Längen besser. So, dann habe ich mir diese hier mal mitbestellt. Da kann man dann eine Murmel reinwerfen. So eine kleine... so eine kleine Metallkugel. Und ich habe das irgendwo im Netz gesehen, da kann man auch echt schöne Karten mitbasteln. Dann habe ich mir für die Shaker-Sachen, ich wollte gerne wieder ein bisschen mehr mit Pailletten, ich habe Unmengen an Pailletten mir besorgt und möchte gerne jetzt mit solchen Hüllen Vorrichtungen mal ausprobieren. Darüber freue ich mich auch immer sehr. So. Das ist halt einmal vom Marianne Design. Dann haben wir die nochmal in Sternenformat. Ich habe gedacht, okay, für Weihnachten, ne, da steht auch vor der Tür, muss man ja schon mal was mit Sternen vielleicht haben. Der Magnet, der natürlich nicht fehlen darf. Damit habe ich ganz lange gerungen und ausschlaggebend war dann die tolle Karte, besser gesagt der Heißluftballon von Sandra Krüger, die das im Designerteam neues gerade diese Woche gezeigt hatte. Und da musste ich das unbedingt doch noch nehmen. Da halbes Jahr bestimmt liebäugle ich damit schon. Und ja, jetzt habe ich es und das passt doch hoffentlich gut zu diesen schicken Packungen, dass ich da dann damit viel machen kann. Dazu natürlich zu diesem hier passend die Sterne. Ja. Ja, was soll ich sagen? Bevor diese Nilpferde rausgekommen sind, habe ich selber schon ein Nilpferd fertig gemalt. Aber das werde ich auch jetzt nicht mehr zeigen, sondern erst nächstes Jahr, weil das ist ganz genüsslich in Eis, ein ganz dickes, rundes, wohlgeformtes Nilpferd. Aber dieses Pferd habe ich gedacht, das ist im Moment total in und ich brauche ganz viele Geburtstagskarten, weil ich die im Moment echt viel verkaufe. Und habe gedacht, das passt doch wunderbar, da ist alles dabei. Ja, das habe ich schon bei einigen Kolleginnen gesehen und finde das Ding natürlich richtig klasse. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es schon heute Abend. Und dieses Papier, das mit diesen tollen Goldpunkten, das wollte ich dann natürlich auch mal ausprobieren. Ich wollte eigentlich mehr Papier bestellen, aber irgendwie ja, musste ich dann von meiner großen Liste doch einiges streichen. Und da ist natürlich anstatt Stanzen und Stempel und Stenzel, ja, musste dann Papier wieder rausfliegen, weil davon habe ich noch ganz viel. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, seid gespannt, was ich damit mache. Ja, neue Impulse, neue Sachen. Oh, vor Aufregung weiß man gerade gar nicht, was man als erstes benutzen soll. Ihr werdet aber in den nächsten Tagen bestimmt was davon sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut!